Die ersten Teams, Dortmund und Leipzig, sind bereits in der Champions League unterwegs gewesen. Jetzt geht es am Mittwoch weiter mit Eintracht Frankfurt gegen Sporting Lissabon und auch der große FC Bayern München feiert sein Champions League Debüt 2022. Oddspedia, the Sports Betting Community. Und ganz ehrlich, freuen wir uns nicht alle am meisten, ob diese Erfolgsstory im internationalen Geschäft jetzt von Eintracht Frankfurt auch in der Champions League weitergeht. Die Gruppenauslosung auf jeden Fall hat es gut mit der Eintracht gemeint, denn es hätte doch sie deutlich schwerer erwischen können. So denke ich, dass sie hier wirklich einen ehrlichen Shot haben, weiterzukommen. Mit Sporting Lissabon, Olympique Marseille und auch mit dem England-Vertreter Tottenham Hotspur haben sie jeweils Teams, die so in der gleichen Kragenweite liegen dürften. Besonders spannend an diesem Mittwoch finde ich, dass ausgerechnet die beiden Euroleague-Teilnehmer beide um 18.45 Uhr antreten. Eintracht Frankfurt gegen Sporting Lissabon und danach ist es auch Amsterdam, die es mit den Rangers, mit den Glasgow Rangers zu tun haben. Aber erstmal zu Frankfurt. Die haben sich jetzt erstmal in der Bundesliga mit Torräuschen zwei Siege geholt, und zwar auswärts gegen Bremen und noch viel wichtiger das Heimspiel gegen RB Leipzig. Götze, wenn er mal gute Spiele macht, dann ist das natürlich aufgrund seiner Anziehungskraft oder Stahlkraft, die der Name letztendlich hat, sofort diverse Meldungen wert. Aber das komplette Frankfurt-Team überzeugt. Und von daher freue ich mich wirklich, wirklich auf die Fans, auf die Champions League. Und wir starten ganz entspannt bei diesem Spiel. Wir wollen uns natürlich ein bisschen gegen Unentschieden absichern. Für mich darf es einfach nicht passieren, dass Sporting Lissabon hier einen Sieg holt. Deshalb sichern wir uns aufgrund des ersten Spiels von Frankfurt, von diesem Frankfurt in der Champions League mit einem Unentschieden ab und sagen Asian Handicap 0 auf die Frankfurter reicht uns mit einer 1,6er Quote. Alle anderen Sachen sind mir ein bisschen zu riskant. Dann hatten wir den großen Ausverkauf bei Ajax Amsterdam, aber offensichtlich wird dieses Team weiterhin so stark angesehen von den Buchmachern, dass sie immer noch gegen den amtierenden Vize-Euro-League-Sieger, Verkäufe hin oder her, auch bei den Rangers natürlich, sind sie mit 1,47 ein ordentlicher Favorit, die Jungs aus Amsterdam, und fühle ich persönlich jetzt nicht so, aber man muss auch fairerweise sagen, wisst ihr jetzt auch nicht, was man hier sonst tippen sollte. Wenn Ajax spielt, fallen ganz gerne Tore. Hier über 3,0 könnte man doch mit einer 1,93 antippen. Ich kann mir hier schon vorstellen, dass Ajax mindestens 2 macht und dann kommen die Rangers auch noch mit der Offensive daher und dann wird es dann was. Ein wirklich spannendes Duell ist Atletico Madrid gegen den FC Porto. Der FC Porto spielt eigentlich von Jahr für Jahr immer eine ordentliche Champions League und Atletico Madrid hatte natürlich auch ja, schon die ein oder andere Heldengeschichte oder sind zumindest knapp daran vorbeigeschrammt. Auch letztes Jahr, das war ja wirklich ein sehr, sehr spannendes Spiel gegen Man City und was da auch alles außerhalb des Platzes passiert ist, war schon ordentlich. In der Saison passt eigentlich auch wieder alles. Atletico mit 1,83 kann man machen, muss man aber nicht. Ich glaube, das ist schon nicht ganz ungefährlich. Hier auch ganz cool. Normalerweise hast du immer bei einer über oder unter 2,5 Tore eine Line, aber ganz, ganz selten, dass es oder halt höher, aber ganz, ganz selten, dass die Line unter 2,5 Tore ist. Und ja, die Buchmacher sehen beide Teams natürlich defensiv sehr stark und deshalb würde eine über 2 Tore bereits eine 1,62 geben und über 2,5 eine 2,22. Hier könnte man sich wirklich überlegen, ob man mal sagt, erstes Spiel und da kann natürlich auch einiges passieren und Porto muss sich auch erstmal wieder zeigen, ob man nicht hier einfach so eine geschmeidige 1,6er Quote für über 2 Tore nimmt, da hat man immerhin schon den Einsatz bei einem 1-1 oder einem 2-0 zurück. Dann haben wir den FC Barcelona mit Lewandowski. Mei, jetzt schießt er natürlich Tore, Bayern nicht und schon gibt es wieder die Pressemeldung, oh, schaut mal, was der Robert da macht. Gegen Viktoria Pilsen sollte doch Barcelona wieder punkten können in der Champions League und zeigen, dass sie wieder am Start sind. Die Gruppe, natürlich kann es ja eigentlich nicht lustiger sein. Auf der einen Seite haben wir Dortmund, die auf Man City mit Haaland wieder treffen, Bayern, die gegen Lewandowski und Barcelona antreten. Mit Viktoria Pilsen ist da, glaube ich, der Verein,
der eigentlich niemanden ein Bein stellen dürfte und ziemlich sicher Vierter wird. Und dann muss man mal schauen, was Inter Mailand und Barcelona so auf die Kette bringen. Ich denke, Bayern ist einfach zu stark. Übrigens, die Quoten, die brauchen wir uns nicht anschauen, oder? Ich glaube, das ist ja relativ klar. Das Asian Handicap minus, was wird es sein, 3 vielleicht, minus 2,5. Oder es lädt so lange durch, bis sich gar nichts finden lässt. Da ist, glaube ich, nichts Spannendes dabei. Minus, also wenn sie mit 3 Tore Vorsprung gewinnen, dann, hat man noch nicht mal da eine gescheite Quote. Also minus 3 wäre eine Zweierquote. Das ist alles nicht interessant. Jetzt gehen wir aber erstmal zu den Bayern, bevor es noch ein weiteres deutsches Champions League Team gibt, was ich eventuell im Vorspann nicht erwähnt habe. Also, Bayern eine 1,8er Quote, unentschieden gegen Union, unentschieden gegen Gladbach. Beides zwei gute Teams gegen Gladbach. Das war Pech, da könnten sie auch genauso gut 5-1, 6-1 gewinnen oder so. Da war einfach Jan Nixhammer sau stark. Und Union Berlin hat schon ordentlich performt. Jetzt ist halt die große Frage, wie ist Inter Mailand drauf? Und da bin ich der Falsche, um das zu beurteilen. Auch bei den letzten Spielen. Es gab eine Niederlage gegen AC Mailand und da muss ich fairerweise sagen, Cremonese, Lazio, Spezia, Lecce. In der italienischen Liga kenne ich mich nicht gut genug aus. Ich würde nur fast behaupten, dass mir eine 1,8er-Quote auswärts auf Bayern nicht gut genug wäre, um da eine Wette zu platzieren. Und Asian Handicap 0, eine 1,4, macht dann auch schon wieder gar keinen Sinn. Der Kloppo hat allerdings eine Quote von 2,0 in Neapel. In der Liga funktioniert es noch nicht so gut. Ein Sieg, den sie gerade erst in der Nachspielzeit sich gesichert haben. Unnötige Unentschieden. Und jetzt auswärts beim SSC Neapel, glaube ich, führt dazu, dass die Quote ein bisschen valuehaltig ist. Also auf Liverpool Zweierquote, erstes Spiel. Wir schauen uns auch mal ganz kurz die Gruppe an. Wir haben ja überhaupt dieses Jahr, finde ich, wirklich attraktive Gruppen. Es gibt keine Gruppe wie letztes Jahr, wo ich sage, das ist nicht irgendwie spaßig in der Champions League anzuschauen. Da gefällt mir wirklich jede Gruppe. Aber hier muss man ganz klar sagen, Liverpool wird hier durchmarschieren als Erster und die Zweierquote kann man schon mitnehmen. Das andere englische Team, das gegen Frankfurt spielt, hat eine 1,5er-Quote daheim gegen die Tottenham Hotspurs. Nein, nicht daheim. Daheim haben die Tottenham Hotspurs eine 1,5er-Quote gegen Olympique Marseille. Und da braucht man, glaube ich, auch nicht mehr zu sagen. Beide Teams treffen. Eine 1,9, das könnte man sich mal überlegen, weil ganz blind ist Marseille auch nicht. Und die haben vor allem eine richtig, richtig gute Entwicklung der Mannschaft. Und deshalb, wer sagt, auf dieses Spiel muss ich jetzt unbedingt gehen, da würde ich dann schon sagen, dass diese Quote ganz interessant ist. Und dann haben wir noch Bayer Leverkusen. Beim FC Brügge eine 2,25. Jetzt muss man sich halt überlegen, was kann eigentlich Brügge? Die können Tore schießen und gewinnen. Allerdings natürlich in der belgischen Liga. Nach dem kurzen Fingerzeig von Leverkusen beim FSV Mainz gab es jetzt wieder eine Heimniederlage gegen den SC Freiburg. Nichtsdestotrotz würde ich schon sagen, dass ein mittelgutes Team in Deutschland schon mit dem FC Brügge mithalten können sollte. Jetzt hat Leverkusen aber einen Kader eines besseren Bundesligisten, auch wenn sie das noch nicht gezeigt haben. Und deshalb glaube ich schon, kann man hier diesen Leverkusen-Sieg anspielen oder aber auch das Unentschieden absichern mit Asian Handicap 0, also Draw No Bet und bekommt dann eine 1,65er-Quote. Und wir müssen ja eins nochmal sagen, wenn Leverkusen dieses Spiel nicht gewinnt, dann brauchen die auch gar nicht drum rumreden und dann wird das auch nichts mit der Qualifikation für die für das Achtelfinale oder für die K.O.-Phase, weil Porto ist schon ein bisschen auf Augenhöhe, aber da werden sie wahrscheinlich mindestens in Porto selber verlieren und dann wird bestimmt Porto vielleicht ein Spiel gegen Atletico Madrid punkten und deshalb, Leverkusen braucht den Sieg, die Spieler wissen das, der Trainer Sione, hoffentlich erreicht er seine Jungs, dass die sich jetzt Vollgas reinhängen und dann haben wir im allerbesten Case in allen drei Spielen mit deutscher Beteiligung
heute an diesem Mittwoch Punkte. Vielleicht 2 Siege, 1 Unentschieden, vielleicht 3 Unentschieden, vielleicht 1 Unentschieden. Oder 2 Unentschieden, 1 Sieg. Ich weiß es nicht. Darauf hoffe ich auf jeden Fall. Und ich hoffe für euch und für mich schöne Champions League Spiele. Und dann danke fürs Einschalten. Danke für eure Tipps. Ich werde mir jeden auch durchschauen. Und dann sehen wir uns spätestens wieder zur Bundesliga. Oddspedia. The Sports Betting Community.